So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppüchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Joa. Ich bin mal wieder geschafft, ich bin mal wieder früher ins Bett gegangen und dementsprechend recht früh eingeschlafen, aufgewacht. Dementsprechend habe ich mir gedacht, jo, nimmst vor der Arbeit noch ein bisschen was auf. Ja, ich bleibe bei meiner Theorie. Dass ich erstmal Dingsbums machen will. Ohne Kamera. So, was haben wir denn hier? Schluchtenrand, Lagerfeuer. Wir haben einiges entdeckt. Das haben wir auch aus. Theoretisch, das haben wir auch ausgemacht. Ich würde sagen, hier ist noch ein Rebellenlager, ne? Dann würde ich nämlich, bevor wir einfach mit der Quest losgehen. Oh, das gab. Stimmt, beim letzten Mal, das gab richtig XP. Stimmt. Das haben wir auf 3, das habe ich auf 3. Okay, das bedeutet, ich bin hier soweit erstmal durch. So, dann machen wir das hier. Das hier. Und dann sind wir doch auch schon da fast fertig. Weiß nicht, ob das alles so eine gute Idee ist. Alles so aktuell zu leveln, wie ich das gerne hätte. Mal gucken, wie sehe ich denn nach dem Kampf aus. Das sieht doch alles schon mal gut aus. Ich habe immer noch nicht gegrindet. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist mir eigentlich auch relativ egal. So, ich würde gerne. Die Maschine stört sich nicht an Säure. Das ist schön, Aloy. Die hat mich sofort entdeckt. Warum macht das? Irgendwie. Kriegen wir schon hin. Ja, ne? Das lief doch schon mal ganz gut. Ich habe hier so ein bisschen was umgestellt. Mich putt mal auf die andere Seite, das Mikrofon auf den Boden. Weil mir doch sehr viel immer passiert ist, dass. Also ihr habt es jetzt nicht gehört, aber ich hörte dann halt schon immer. Das Problem. Mit der rotierenden PlayStation, weil die PlayStation und das Mikrofonstativ auf dem gleichen Dingsbums stehen. So.
Jetzt für mich erstmal ungewohnt, das Stativ auf der rechten Seite zu haben, aber wieso eigentlich nicht? Also so denke ich mir das. Hier sind noch Rebellen-Außenposten. Die Frage ist nur, laufen hier schon Gegner rum? Das sieht für mich nämlich schon fast so aus. Sieht für mich auch so aus, als könnte man hier rein. Noch ein Außenposten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Ja, warum nicht die anderen auch? Solange es nur digital ist, können wir es doch genießen. So, da haben wir einen. Ich habe so das Gefühl, in dem Spiel haben sie halt ein bisschen auf Reichweite verzichtet. Kann aber auch nur daran liegen, dass ich vielleicht nicht die PlayStation-Edition von Horizon Zero Dawn 1 gespielt habe. Offensichtlich waren Klauen und scharfe Zähne nicht genug. Ja. Scheinbar nicht, ne? So. Also ich weiß in etwa, wie sie langlaufen. So wie zum Thema, warum sind denn die Schwachpunkte von den Maschinen immer so extrem geschützt worden? Das ist doch eigentlich genau die Herausforderung, die zu finden und ich kann Platz in meinem Trankbeutel. Was habe ich denn da für Tränke? Reinigungstrank? Ein mittlerer Gesundheitstrank. Ein großer Gesundheitstrank. Okay. Er hat gesessen. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Nein, nein. Oh, der hat gesessen. Komm. Super. Nö, ich bin da jetzt mal ein bisschen ruhiger. Das hat mir nicht beim letzten Mal auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, das frisst zwar Zeit. Warum hat sie mich gefunden? Das war dumm. Wegen dem scheiß Feuer, ne? Wenn man es mit den Lichteffekten zu gut meint.
Dieses verdammte Gras. Ich glaube, sie ist da drin. Sie ist hier! Dein Kopf wird auf meiner Lanze stecken. Ja. So wie zum Thema, ich gehe das langsam an wie beim letzten Mal. Ich reiße dir die Knie. Du! Da! Sind sie fair? Ja! Du bist diejenige, die abgehauen ist, nicht ich. Warum haben die denn diesen... Hier ist auf einmal 5000er stärker Skill. Von was? Kann ich das auch wieder abschneiden? Nee, kann ich nicht, ne? Das kann ich leiden wie Fußpilz. Ich weiß es halt auch nicht. Kann mir bis doch keiner sagen. Ich entscheide später, was ich damit mache. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Ja gut, ich meine, soweit ich das gesehen habe, ist nur noch einer. Kann ich mich auch um die arme Sau kümmern. Voll den Hals rein, aber... Nein. Das Gebiet sollte sicher sein. Gut. Bin ich da jetzt soweit fertig oder muss ich das noch plündern? Abgeschlossen. Unbekannter Unterschlupf. Weißt du was? Den nehme ich doch auch noch mit. Warum eigentlich nicht? Ich glaube eh nicht, dass wir das machen können, weil ich einfach, wie gesagt, noch nicht gegrindet habe oder so. Hier ist ein Lagerfeuer, das nehme ich noch mal schnell mit. Höhle unterschlüpfen, muss ich sagen. Doch. Ups. Hab natürlich kein Gras, ne? Das ist... Nee, echt?
Und die Frage ist jetzt... Die... Ja, gut, die Monster haben sie ja stärker gemacht. Spulen können bei mit Lärme. Ja, ich weiß. Tipp ist okay. Kannst auch gehen. Störst gerade. Danke. Ja, machen wir mal eine Schnellspeicherung, ne? Können wir mal machen. Ich mal mit, was ich kann. Ja, haben wir natürlich klar, dass wir hier nichts haben. Was haben wir denn hier? Ja, können wir mal machen. Gib ich zu Demetrius Koordinaten. Kann ich nicht die... Quest aktivieren. Das ist der Eingang zum Tal der Gefallenen. Marschallin Emira müsste hier irgendwo sein. Ja. Nehme ich mal mit. Da haben wir sie. Marschallin Evira mit einer der vermissten Tenakt. Marschallin Evira, ich hörte, du wurdest zur Rettung der Tenakt gesandt, die ins Tal ging. Du musst eine von ihnen sein. Wo sind die anderen? Sie haben es nicht geschafft. Ich musste mehrere Maschinen besiegen, nur um Kenalla zu retten. Das Tal ist seit Monaten aus gutem Grund abgeriegelt. Es herrscht ein Andrang von Maschinen, als ob sie etwas angelockt hätte. Und dann diese merkwürdig glühenden Lichter an der Küste. Das Tal ist verflucht, wir hätten nicht reingehen sollen. Habt ihr eine süße Stimme? Evira, du warst eine der Herausforderinnen bei der Kohlrut. Du hast die Balliste auf den Schlängelzahn gefeuert. Und du, die Streiterin, hast ihn besiegt. Hast den Häuptling gerettet, die Wahrheit der Visionen enthüllt. Ich tat das alles nur, um zu helfen. Du hast ganz schön Eindruck hinterlassen. Von dem Blutbad abgesehen, war das der beste Tag meines Lebens. Ich wurde zur Marschallin und war Zeugin der Vision der Einheit. Du erwähntest merkwürdige Lichter in Küstennähe. Von einer Insel im Süden. Sie erschien eines Tages aus dem Nichts und zur gleichen Zeit kam die Maschine ins Tal. Außerdem gab es Berichte von einem Lichtstreifen, der am Himmel über der Insel auf und ab geht. Ich sah ihn in der vierten Nacht. Eine Flamme, die in den Himmel ging und in den Sternen verschwand. Kommt man irgendwie auf diese Insel? Nein. Die Strömung zwischen der Insel und der Küste ist zu stark. Du würdest ertrinken. Lichter auf einer Insel. Ob das etwas mit den Zeniths zu tun hat? Ich weiß davon gar nichts, aber vielleicht? Wenn das Tal so lange abgeriegelt war, warum seid ihr reingegangen? Wir wollten die Prüfung ablegen. Das Tal ist ein guter Test für Tieflandsoldaten. 10 Tage und Nächte überleben. Jede Maschine ausschalten, die im Weg ist. Dex hatte einen Plan. Wir erledigen jede Maschine, eine nach der anderen, und verdienen den Respekt des Clans. Doch am dritten Tag wurden wir von Iveka getrennt. Die Maschinen schnitten uns den Weg aus dem Tal ab. Als Marschallin Evira uns fand, waren wir verwundet und ohne Vorräte. Weitere Maschinen griffen uns auf der Flucht an. Dex war direkt hinter uns, aber er war nicht schnell genug. Viele Maschinen an einem Ort. Klingt schlimm.
Ich geh rein. Ich sollte mir das ansehen. Vielleicht kann ich es beenden. Dann komme ich mit dir. Kämpfe an deiner Seite. Nein. Ich will mich erstmal umsehen. Glaub mir, das ist das Beste. Na ja, schön, wenn wir sind nämlich immer eine gute Spielerin. Wenn du im Tal bist, schau nach den großen Wasserfällen und die Klippe südlich des Metallteufels. Die Maschinen werden von diesen Orten angezogen. Okay, danke. Wir ruhen uns etwas aus und gehen dann zur Ärztin in Schluchtbrand. Folge den Zehen, Aloy. Ah, wenigstens ein Händchen könnt ihr euch geben. Ja, so ein Wikinger-Gruß. Elle an Elle. So, gut. Ich will mal gucken, ob die Quest ich gerade verfolge. Ja, Level 5? Welche Quest verfolge ich denn gerade? 28, ja, ist okay. Das hörte sich alleine nicht gut an. Ich bin ja mal lieber ein bisschen vorsichtig. Warte mal. Ich kann doch bestimmt auch ein passendes Outfit anziehen. Ach, Mann. Diese blöde Steuerung der Switch, ne? Waffenausdauer. Steht halt nichts mit Tarnung, das ist halt blöd. Ist das vielseitiges Outfit, extra auf dem Schlachtfeld. Ja, gegen, steht halt nichts. Ein Fernkampf wäre natürlich ganz gut. Stiller Schlag, stiller Schlag, Heilung. Das ist aber alles nur so Nebeneffekte. Leiser Speer. Nehme ich das Outfit mal. Doch, das passt. Ach. Entschuldigung. Super, dass das geklappt hat. Finde ich gut. Ist alle Gefallenen? Not. Ja, warte, ist der Eingang hier? Na, vielleicht da oben. Dann muss ich da hoch. Ich will die Folgen jetzt auch nicht so lang machen. Ja, gut. Was lockt Maschinen in das Tal? Klingt nach einer Art Köder. Ja, das kenne ich doch auch, ne, Aloy? Perfekt. Der Grünglanz ist für später. Ein paar Monate unbenutzt und der Weg verlottert. Oder ist das Teil der Prüfung? So, ist jetzt die Frage, da lang? Oder hier lang?
Ja gut, ist ja an sich egal. Hauptsache, ich komme irgendwie zum Ziel. Und da wir ja so einen Gleiter haben. Ist aber schick hier. Ob ich auch irgendwann mal da hoch auf den Berg kann? Naja, gut. So. Ich habe es. Dadurch, dass ich das Mikrofon jetzt umgestellt habe, kann ich es endlich mal so einrichten, dass ich mich nicht das Mikrofon anpassen muss, sondern das Mikrofon an mich. Dementsprechend ist das schon mal gar nicht. Okay, ich sollte dem Pfad folgen. Na dann. Aber die Brücke hält noch. Da geht's echt tief runter. Die Frage ist, fallen wir sozusagen tot, wenn wir da runterfallen, oder? Also auch Gras, das bedeutet, da könnten wir theoretisch hin. Aber muss ja nichts heißen, ne? Ja, nehme ich mal mit. Beutel voll, an Vorrat geschickt. Oh, wieder so ein Kletterding. Oh, ich muss höher hinaufklettern. Das ist wirklich ein Test. Naja, ging jetzt noch, aber wie gesagt. Geschafft. Ich muss den Wasserfall und die Klippe südlich des Horus finden. Elvira sprach von tödlichen Maschinen, die in der Nähe sind. Gute Maschine. Und keine gute. Elvira hätte die Maschine erledigen können, als sie Kenalla half zu entkommen. Ein Verwüster. Noch eine tote Maschine. Das ist so ein. Braucht ihr viele Treffer, um sie auszuschalten? Ich muss auf alles gefasst sein. Oh nein. Steht halt auch nicht drin, ne? Das könnte nämlich so ein Waffe sein. Ein toter Tenakt. Das muss Dex sein. Narkos Bruder. Nicht so schön. Im Kampf mit der Maschine gestorben. Ein Jammer. Ja, schade. Aber da können wir nichts machen, Aloy. So, jetzt müssen wir noch was zu trinken einschütten. So, wieder ein Verwüster. Sowieso beides das gleiche. So, gehe ich erstmal hier den links den Bad entlang. Muss die Zenith-Basis sein. Sieht aus, als hätten sie ein Schild um den ganzen Ort. Klar, dass sie ihre Basis auf ihrer Privatinsel haben. Aber zurück zum aktuellen Problem. Ich muss die Gebiete überprüfen, die Vera erwähnte. Nahe des großen Wasserfalls und südlich des Horus auf dem Kamm. Klar, dass sie ihre kleine private Insel haben. Herrlich. Dieser Zynismus. Schön. Aber wo hat sie hier irgendwo hin, ne? Hier. Da werden wir bestimmt im Endgame hinkommen. Auf jeden Fall noch Maschinen unterwegs. Mit Frostmunition geht das hier ganz schnell. Oder mit einem ordentlichen
Ups. Ich glaube, ich sollte hier wirklich auf Frost aufbauen. Ja. Wählt mir in dem Sinne nicht, weil es halt zu viele sind. Da ist der Wasserfall. Und Killermaschinen, wie versprochen. Wenn ich recht habe, und hier irgendwo ein Wasser ist, bin ich schon verlassen. Ich hasse es halt immer, weißt du? Weil solche ersten Maschinen immer so extrem stark sein müssen. Und fühlt... immer übertreiben muss. Das ist halt ärgerlich. Hier lief doch noch eine Maschine rum. Ein Langbein. Hat das wehgetan? Super. So, das Gebiet ist sicher. Mal sehen, ob es hier in der Nähe einen Köder gibt. Ein Maschinenköder. Dachte ich mir doch. Ja. Aber dieser hier sieht entwickelter aus. Raffinier-Technologie. Das sollte ich mir näher ansehen. Okay, den Säurekämpfer haben sie. Ist halt die Frage, nur die Thieniffs sind ja relativ stark. What the heck war das? Naja, habe ich den mal abgezogen. Nee, keine Ahnung, was das war. Okay, mal sehen, ob ich das Ding ausschalten kann. Vielleicht geht meine Webcam irgendwann kaputt. Namens De Julius. Ein Sinnet-Pain? Der steht lokalen Abschaum ausgelöscht. Wurden also Maschinen angelockt, um Eindringlinge zu töten? Zumindest ist der Köder jetzt abgeschaltet. Ich sollte zur Klippe südlich des Horus aufbrechen. Dort ist vielleicht ein weiterer Köder. Ja. Denke ich mir, Aloy. So. Wie das rauscht. Gut. Machen wir aber beim nächsten Part, Leute. Es wird sonst zu lang, ne? Macht's gut. Tschüss.